genauso wie die normale Lara, nur in dreckig. Pilotenoutfit, Guerilla-Outfit, Bergsteigerin, Ingenieur, Meisterschützin, Pilotin. Die Pilotin Lara, ja okay. Aber... noch mehr Bergungsgut. Da fällt mir gerade was ein. Warte mal. Darunter wieder zurück, ne? Ja. Mistviech. Da ist noch Bergungsgut. Weil wo war, von wo ist viel gekommen? Von da, ne? Ne, von hier noch drin. Ein Schrein. Mist. Ich will gerade herausfinden, wo wir gekommen sind, weil da war ja noch eine Kiste. Da brauche ich Feufeu. Wie gut, dass immer Feufeu in der Nähe ist. Komm, Feufeu. Komm, Lara. Ein bisschen kokeln. Bergungsgut. Moment, bin gleich wieder bei euch. So, musst du nur kurz eine Nachricht beantworten. Okay. Hätte er können. Oh, ein Buch. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Jetzt weiß Lara es. Aha, da gibt es noch mehr zu finden. Okay, schließen wir mal. Okay, beim Tempel gibt es nicht noch mehr. Jetzt da lang weiter. Ich finde mich zum Startlager zurück. Wir sind voll. Das war denn hier hoch, ne? Wegen der Kiste. Komm, 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 komm. Jawohl, 170. Das reicht natürlich immer noch nicht, weil 200 braucht man Minimum für den Bogen. 450 ist denn das... da ist was. Und da ist eine Kiste.
da auch. Aber wir müssen erstmal hier rüber. Denn da ist so ein Leuchtedingsi. Jawohl, da bist du. Bist du so Geocache? Hm, eine Art Behälter. Eins Wer von hat fünf. Das zurückgelassen? Eins von fünf. So, da hätten wir auch noch mal eine Kiste. Also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Mmh. Nummer 2, 3. Karte? Hier gibt's eine Karte. Das ist der Geocache, den wir haben, ne? Ja, genau. Was bist du? Eine Reliquie. Sollen wir denn da hinkommen? Habe ich eine Reliquie übersehen oder habe ich die gefunden? Warte mal, wir gucken da mal kurz rein. Ich habe eins von fünf Geocaches. Genau, einen habe ich. Also habe ich die eine Reliquie auch gefunden. Es fehlt eine Schatzkarte. Wahrscheinlich zeigt die uns dann alles an, was es gibt. Ich habe die drei Lager gefunden. Ein Lager. Zwei Lager. Nee, Moment. Ein Lager, zwei Lager. Wo ist das dritte Lager? Lager 1. Lager 2. 8 Tage Lager. Okay, Lager, also Lagerfeuer ist auch ein Lager. Ich habe drei Dokumente. 1, 2, 3. Da sind wir nämlich gerade. Und was bist du? Heruntergräber. Ah! Genau, das sind die Zusatz-DLCs. Die ja in der Game of the Year Edition drin sind. Da ist also ein Grab. Das wir jetzt spielen können. Das ist quasi ein Zusatz. Weil dann gibt es hier noch mindestens 2 Reliquien, noch 4 Geocaches, eine Schatzkarte und 9 Geisterjägerin. 9? 4? Plus 2 sind 6, sind 7. 8, 9. Ah, okay, also, hier fehlen 2. 4, 8, 9, dann hätte ich 10 von 10. Oder? Oder? Vermutlich. So. Jetzt würde ich aber sagen, komm, wir haben den herunterladbaren Content, haben wir. Warum also nicht hier rein? In die Olga. Da. Grab des Abenteurers. Cool. Wir machen es einfach mal. Komm, lass es uns tun. Ich kann nur verkacken. Ich meine, wir sind Lara Croft. Also wir sind noch nicht die Lara Croft. Jetzt geht die Fackel erstmal aus. Okay, warte. Ha! Wie rote Fässer. So. Ob es hier Wölfe gibt und solche Viecher ist keine Ahnung. Kann ich hier eine Fackel? Hier kann ich meine Fackel anzünden. Das ist schon mal gut.
Aha. Da geht's hoch. Ja. Hier gibt's die drei Laternen, was auch immer die drei Laternen sind. Okay. Da kann man rüberspringen. Okay. Hier könnte man, aber ist zu weit weg. Okay, hier gibt's Fässer. Und da ist der Ausgang. Vermutlich. Ja gut, die Fackel ist jetzt wieder aus. Okay. Was ist da oben? Bin ich von da gekommen? Nee, ne? Ist hier was? Ne. Auch nix. Okay. Hier unten ist irgendwie auch nix. Okay. Dann überlegen wir mal. Also, einmal ist da was kaputt zu schießen. Zack. Haben wir gemacht. Das fackelt den Baum ab. Das geht darüber, das geht da lang, das geht da lang. Flugzeug macht Putsch. Nur halb. So, jetzt sind wir hier drauf. Wir wollen wahrscheinlich da hoch. Ach komm, Lara. Ja, genau. Weißt du, überall kann sie hoch, nur nicht da. Dann gehen wir jetzt mal kurz noch darüber. All die Wall. Hier gab es auch so eine Laterne. Zack. Das fackelt jetzt das ab. Muss ich bloß mal wieder Feuer hinten. Ja. Es muss einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Einer mehr müsste reichen. Ja, ja, da wahrscheinlich. Ich muss auch gucken, wie ich da hinkomme. So. Lara, was tust du da? So. Das reicht noch immer nicht, um hochzukommen. Da hat es ja gerade rumgemault, dass das nicht geht. So, jetzt sind wir da. Muss ich das da hinkriegen? Wahrscheinlich sind genau dafür die Dinger da. Oder? Habe ich mir den Weg verbaut. Das war wahrscheinlich Kacke. Verdammt. Jetzt muss ich irgendwie Feuer nach da hinkriegen. Da will ich es auch noch haben. Der Stoff sieht entzündlich aus. Ja, ja, Lara, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass ich mir die hier schnappen kann. Und irgendwie springen kann damit. Ja. Lara hat sich gerade die Schenkel verbrannt. So, mal ganz kurz gucken. War da hinten noch irgendwas?
was ich jetzt im Eifer des Gefechts übersehen habe. Ich bin nicht ganz mittig. Mensch, Lara, denk doch mal mit. Das ist hier der Ausgang. Aber da will ich halt hin, weißt du. Da. Warte mal. Was machst du? Ha! Nee. Das hätte ich wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich das, was ich hätte tun sollen. Fehlende Ausrüstung. Hier gibt es noch einen Weg. Okay, das ist auch nicht so, wie ich es wollte. Das war, okay, interessant. Das war interessant, okay. So, das geht nicht. Ups, ist die nachgewachsen? Wie kriege ich das Zeug jetzt da raus? Könnte ich dich da gezielt reinwerfen? Nee. Oben gezielt reinkippen? Das war's. So. Lara! Halt dich fest, Lara. Ich kann mich nur hier hochziehen. Jetzt schon hänge ich wieder fest. Schon hänge ich wieder fest, sobald ich nach links drücke. Ich will ja nur da hoch. Warum geht denn das nicht? Hä? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Sobald ich mich bewege, hänge ich da fest. Was soll der Scheiß?
Komm, Lara, jetzt spring da hoch. Wo auch immer du gerade bist. Ich habe keine Ahnung, ne? Aber die Maus hat keine Waffe wählen. Aha. Ich komme da nicht hoch. Warum nicht? Ich bin mir doch fast sicher, dass ich genau da lang muss. Ich habe mich gar nicht bewegt. Ist doch alles Kacke. Lass das mal los. Hier haut doch irgendwas nicht hin. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, Lara sagt ja, das ist richtig. Jetzt soll ich ja von da nach da, da hoch und dann da oben rüberlaufen. Und dann bin ich oben auf dem Tempel. Ne? Du Onkel. So, schon hänge ich wieder fest. Hä? So, ich mache mal jetzt eine ganz kurze Aufnahmepause, um herauszufinden, was da eigentlich los ist. Wir sehen uns gleich wieder.